Hallo zurück! Weißt du, was ich liebe? Ich liebe diese Vorher-Nachher-Geschichten. Im Fernsehen gibt es diese Shows, wo du Häuser siehst, vorher alt und hässlich, und dann gehen sie durch eine Renovation und dann erstrahlen sie ganz in anderem und neuem Glanz. Oder Räume, die umgestaltet werden, du siehst sie vorher und nachher. Oder Menschen, die durch ein Umstyling gingen, und der Unterschied, der ist jedes Mal so krass. Immer wie Tag und Nacht, und das begeistert mich und das inspiriert mich echt. In der Bibel gibt es eine Geschichte, und das ist die Geschichte von Hanna. Auch sie hatte so eine Vorher-Nachher-Geschichte. Sie war kinderlos und es wurde immer dunkler und dunkler in ihrem Leben, aber es ist nicht so geblieben. Es hat sich etwas verändert. Ihre Geschichte kannst du nachlesen in 1. Samuel 1, Kapitel 1 und 2. Und ich möchte heute ein, zwei von diesen Versen so richtig herausheben und die Geschichte ausleuchten mit Vorher und Nachher. Der erste Vers, der steht in 1. Samuel 1, Vers 10, und Hanna wird beschrieben. Und es heißt, Hanna war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich. Sie war ein Opfer, sie fühlte sich als Opfer. Das war der Anfang, das Vorher von ihrer Geschichte. Das Nachher tönt ganz anders. Sie sagt in Vers 1 von Kapitel 2, mein Herz freut sich am Herrn, der Herr hat mir neue Kraft gegeben, jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe, wie Tag und Nacht der Unterschied. Ein zweiter Vers steht im Vers 6, wo es heißt, stets begann Peninna dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Peninna, das ist die zweite Frau von Hannas Ehemann, und die hat sie so richtig fertig gemacht. Die kulturellen Bedingungen haben Hanna immer gezeigt, was für einen Mangel sie hat, und haben sie verletzt, weil sie keine Kinder hatte, und ebenso die zweite Frau von ihrem Mann. Sie wurde verletzt immer und immer wieder. Das war die Geschichte vorher. Nachher lesen wir im 1. Samuel 2, Vers 3 und 4, da sagt Hanna, und sie sagt es so in einem anderen Ton, so richtig selbstbewusst, hey, lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt, und genau prüft, was ihr tut? Die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. In ihrem Leben ist das Vorher und Nachher so deutlich ersichtbar. Und die Veränderung begann, als sie sich selber nicht nur als Verletzte fühlte, sondern sich vor Gott verletzlich machte und Gott einlud in ihr Leben. Jemand hat gesagt, Leben beginnt dort, wo der Tod seine Kraft verliert, wo das Dunkle seine Kraft verliert in unserem Leben. Und Gott wird beschrieben als das Licht, und er bringt das Leben in unser Leben. Vor einiger Zeit gab es eine Situation, da hat mich einer unserer Söhne so was von verletzt. Und diese Situation war so nicht easy, dass ich in der Nacht aufgewacht bin und meine Gedanken haben sich einfach nur im Kreis gedreht. Ich hatte das Gefühl, ich mache mir Gedanken über Konsequenzen für sein Verhalten. Aber eigentlich war es nichts anderes als Rachegedanken, was ich da hatte. Und es fühlte sich an, als würde es immer schwerer, immer dunkler, immer mehr Stress. Der ganze Frieden war weg in meinem Herzen und ich konnte einfach keine Ruhe mehr finden und nicht mehr einschlafen. Bis zu dem Augenblick, als ich mich selber verletzlich machte vor Gott und sagte, schau mal Gott, das tut so weh und es ist so unfair und ich finde es so ungerecht. Ich habe ihn als Licht eingeladen in diese Situation. Und glaub mir, auf einmal konnte ich das Ganze aus einer neuen Perspektive anschauen. Was vorher schwarz war und so bestimmend in meinem Leben, kam plötzlich Licht in mein Leben.
Und weißt du, in unserer aller Leben gibt es so viele Situationen, so viele Umstände, wo es aussieht, als würde es immer dunkler und dunkler. Die Welt wird nur noch schlechter und all das, was wir hören, wird immer nur schwarzer und schwarzer. Und es entsteht so das Gefühl, als würde die Dunkelheit all die Hoffnung übertünchen. Aber ich sage dir eins, genau das Gegenteil ist wahr, weil Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Und Gott ist das Licht und er möchte in deinem Leben das Licht bringen und die Dunkelheit muss verschwinden. Lass uns jetzt nochmal zurückgehen zum Anfang mit diesen Häusern, die so ein Umstyling erlebt haben, so diese Geschichte von vorher und nachher. Stell dir vor, du selber wärst so eines dieser Häuser. Und die Frage heute ist, welcher deiner Lebensräume bräuchte so ein Umstyling? Welches deiner Lebensräume ist gefüllt vielleicht mit Bitterkeit, mit Enttäuschung, mit Rache, mit Frustration, mit Verletzungen? Welcher deiner Räume ist dunkel und du würdest dir wünschen, dass er hell würde, dass Licht hineinkommen könnte? So ein Umstyling, so eine Vorher-Nachher-Geschichte ist auch in deinem Lebenshaus möglich. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles, was du tun musst, ist, dich dem Licht, dem himmlischen Vater, dem Gott, der dich geschaffen hat, zu öffnen. Und ich wünsche dir von Herzen so viele wie mögliche Vorher-Nachher-Situationen in deinem Leben. Diese Unterschiede, die sind wie Nacht und Tag. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bete für dich. Gott segne dich. Tschüss.